Bis aus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl dran. Doch stell dir vor, was sich so eben unter unserer Haustür wand. Was weiß ich? Es ist ein Brief von unserem Nachbarn, da steht, wir müssen raus. Hey, hey! Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Weil wir als Paar zusammen leben und noch immer ohne Trauschein sind. Ja, warum? Hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man abgeschieden. Und die Gemeinschaft an Anita scheint noch so, zieht sie ja aus. Denn eine wilde Ehe, das passt nicht in dieses ehrenwerte Haus. Sie haben alle unterschrieben, schau dir mal die lange Liste an. Guck dir den Scheiß mal an, du siehst ja nichts. Die Frau von nebenan an, die ihre Lügen nicht für sich behalten kann. Und die von Erdisch aus täglich spioniert sie jeden aus. Und der Verkehr, der seine Tochter steht, spricht für die Serienwerte aus. Dann die Dicke, die den Hund verwöhnt, dem doch ihr eigenes Kind vergibt. Der graue Don so an, er schaut dich jedes Mal im Fahrstuhl schamlos an. Obwohl ich kann das verstehen. Denn du bist in der Hände, dass hier ein Schwarzer einziehen kann. Wir packen unsere sieben Sachen und ziehen fort aus diesem ehrenwerten Haus.